Willkommen zu einer weiteren Videolösung in der Physik 2. Heute besprechen wir die in der Übungsserie 7, die Aufgabe 2. Hallo Thomas. Hoi Tommy. Ich lese vor. Aufgabe 2. Ein Strahl von O2-Plus-Ionen. Das ist ein O2-Plus-Ion. Ja. Mit kinetischer Energie, E kin gleich 3,5 Kiloelektronenvolt. Etwa so. Wird zwischen zwei geladenen Platten hindurchgeschossen und dadurch abgelenkt. Gut, ich zeichne noch die geladenen Platten. Ich versuche es jedenfalls. So. Hier eine zweite. Die obere Platte ist positiv geladen und die untere Platte ist negativ. Wie groß ist der Ablenkwinkel für den Ionenstrahl? Wir probieren das schnell aus. Das probieren wir gleich aus. Müssen wir noch ein bisschen. Die Platten waren noch nicht geladen, glaube ich. Oder die Kugel war ein bisschen zu schnell. Wir haben mehr als 3,5 Kelvin. Jetzt würde ich sagen etwa 5 Grad. 5 Grad. Kannst du das gleich hinschreiben? Das rechnen wir jetzt nach. Okay, da bin ich gespannt. Okay, wie gehen wir diese Aufgabe an? Wir haben dieses geladene Teilchen, also dieses O2-Plus-Ion, in einem elektrischen Feld. Das elektrische Feld wird verursacht durch diese Plattenladungen. Dann haben wir ein elektrisches Feld. Das elektrische Feld geht von der Plusladung zur negativen Ladung. Und wir haben ausgerechnet in der Vorlesung, dass zwischen homogen geladenen Platten das elektrische Feld konstant ist. Und klar, es gibt an den Rändern, tritt das Feld ein bisschen aus, irgendwann wird es null. Wir behandeln es einfach so, dass innerhalb von der Platte sei das elektrische Feld konstant und außerhalb dann gerade null. Und diese O2-Plus-Ionen, die sind eine gewisse Zeit in diesem Feld und spüren in dem Feld eine Kraft. Also die seien die Zeit TS zwischen diesen Platten, und während der Zeit spüren sie natürlich in dem elektrischen Feld, weil sie eine Ladung haben, eine Kraft. Die Kraft, weil das in positiv geladen ist, das O2-Plus-Ion, geht Richtung negative Platte. Das ist ein, sagt im FY, weil wir haben ein Koordinatensystem, das wir einfach so wählen können, indem was das die Y-Richtung nach oben zeigt und die X-Richtung nach rechts. Gut, das heißt, eine gewisse Zeit wirkt eine Kraft auf diese Ladung und kriegt dadurch eine weitere Komponente von der Geschwindigkeit. Also hier nach der Platte haben wir zusätzlich zu der ursprünglichen Komponente Vx eine Komponente Vy. Das Vx ist die Originalgeschwindigkeit bzw. die Originalenergie. Das haben wir so gewählt, ja. Wir haben das Koordinatensystem so gewählt, dass die X-Richtung entlang der ursprünglichen Geschwindigkeit zeigt. Dann kann ich jetzt gleich sagen, Kiloelektronenvolt sind so und so viel Meter pro Sekunde. Ja, müssen wir das? Das brauchen wir, ja. Elektronenvolt ist eine sehr praktische Einheit. Wir haben in der Physik haben wir es immer mit Vielfachen von Elementarladungen zu tun. Also die Ladung von einem Elektron. Und das Elektronenvolt ist so definiert, dass wenn eine Ladung von einem Elektron eine Potentialdifferenz von einem Volt durchläuft, also eine gewisse Strecke in einem elektrischen Feld zurückläuft und die Potentialdifferenz von einem Volt durchlaufen hat, dann hat die kinetische Energie von dieser Ladung um ein Elektronenvolt zugenommen. Deswegen können wir sagen, diese O2-Plus-Ionen sind mit 3,5 Kilovolt beschleunigt worden. Aber in Meter pro Sekunde?
kann man das ausrechnen, okay. Werden wir aber nicht brauchen. Also, könnte man ausrechnen, aber eben diese Einheit ist wirklich praktisch, damit kann man gut rechnen. Gut, und der Ablenkwinkel, nach welchem gefragt ist, das ist natürlich hier dieses Theta. Und es gilt für das Theta, dass Tangens Theta ist gleich V Y durch Vx. Also müssen wir Vy berechnen. Diese Geschwindigkeit, die das Teilchen in Y-Richtung gewinnt während der Zeit. Diese Geschwindigkeit, das ist einfach, das ergibt sich aus der Beschleunigung, während dieses Sauerstoffion zwischen den Platten ist. Mhm. Das ist das Vorgehen. Gut. Okay, also wenn wir als erstes vielleicht so starten, wir brauchen diese Zeit ts. Das ist natürlich die Strecke, also hier die Länge von diesen Platten. Die sind s lang und auch s tief nach hinten, das sind quadratisch. Das ist 2 cm. Genau, geteilt durch die Geschwindigkeit in diese Richtung, das Vx, also das ursprüngliche V. Und dann rechnen wir hier weiter. Das Tangens Theta haben wir gesagt, also der Ablenkwinkel können wir ausdrücken als Vy geteilt durch Vx. Und das Vy ist die Beschleunigung in Y-Richtung, wissen wir noch nicht, aber ich setze das als Ay ein mal Ts, die Zeit, während diese Beschleunigung wirkt, geteilt durch Vx. Und jetzt setze ich für ts, setze ich hier diesen Ausdruck ein, s durch vx. Also hier ist das dann gleich ay mal s geteilt durch vx im Quadrat. Genau. Und die Beschleunigung können wir mit dem Newtonschen Gesetz arbeiten. F ist gleich m mal a, also ist a ist gleich f durch m. Also das heißt, das Ay können wir durch die Kraft in Y ausdrücken, geteilt durch die Masse des Teilchens, also MO2, mal S, mal Vx². Und wiederum, die Kraft, die hängt von dem elektrischen Feld ab, zwischen den Platten und der Ladung des Teilchens. Das ist E. Y mal die Ladung des Teilchens, das ist E, das ist einmal positiv geladen, also eine Elementarladung, mal S, geteilt durch MO2 mal Vx². Und wir haben in der Vorlesung ausgerechnet, wie ist das elektrische Feld zwischen zwei homogen geladenen Platten. Da haben wir gesagt, das sei die Flächenladungsdichte geteilt durch Epsilon 0. Die Flächenladungsdichte Sigma ist konstant und das ist Q, also die Ladung, geteilt durch S². Gesagt, eine Platte ist mit Q geladen, ist die Flächenladungsdichte Ladung geteilt durch die Fläche der Platten, Q durch S² mal das E mal das S mal M O2 mal Vx². Gut, jetzt können wir hier ein bisschen was streichen. Wir können mal das S streichen hier, das Quadrat. Dann haben wir weiter, das schreibe ich jetzt vielleicht schnell hier unten, der Ausdruck für die kinetische Energie von einem Teilchen mit Masse ist gleich ein Zweitel m von unserem Sauerstoffion Vx². Das heißt, wir können das Vx² auch ausdrücken als 2 E kin. Durch m
2. Okay, schreiben wir das hier nochmal hin. Q mal E geteilt durch MO2 mal 2 mal E Kin mal MO2 kommt hoch. Gut, da streichen wir die Masse raus. Und jetzt hier diese kinetische Energie hier, das schreiben wir jetzt ein bisschen anders. Wir schreiben jetzt hier E Kin geteilt durch E, streichen hier dafür dieses E hier oben. Wieso machen wir das so? Keine Ahnung. Aus dem eben gesagt. Wir haben nämlich die kinetische Energie in Elektronenvolt gegeben. Und zwar 3,5 Kiloelektronenvolt. Wenn wir hier die kinetische Energie durch die Elementarladung, also durch das Elektronen in Elektronenvolt eigentlich teilen, dann kriegen wir hier eine Spannung, die Beschleunigungsspannung, die dieses Elektron erfahren hat. Das heißt, dieser Ausdruck E Kin durch E gibt 3,5 Kilovolt. Sehr gut. Das erspart uns ein bisschen Rechenarbeit, um dieses umzurechnen. Aber wie schnell, dass diese jetzt durch diese Sauerstoffmoleküle durch die Platten schwimmen? Nein, so erfahren wir das natürlich nicht. Zuerst den Winkel. Zuerst tun wir mal noch den Winkel ausrechnen. Gut, dann können wir, glaube ich, einsetzen. Wir haben das Q gegeben in der Aufgabenstellung. Das ist 10 hoch minus 10 Coulomb. Coulomb ist eine riesige Ladung. Man hat das meistens mit sehr kleinen Ladungen zu tun. 10 hoch minus 10 Coulomb. Im Zähler. Und dann hier im Nenner 2 mal die 2 cm, also von S, 2 mal 10 hoch minus 2 Meter sind das in SI-Einheiten, mal diese 8,85, das Epsilon. Da ist irgendwo ein Epsilon 0 verloren gegangen. Wo ist das Epsilon 0? Ah, hier oben ist das Epsilon 0 verloren gegangen. Als wir Q durch S Quadrat. Hier ist das Epsilon 0 verloren gegangen. Epsilon 0. Mhm. Das Feld im Plattenkondensator. Mhm. Genau, hier ist das Epsilon 0 verloren gegangen. Tun wir das hier wieder rein. Hier kommt dann diese Konstante rein. 8,85 mal 10 hoch minus 12 Coulomb pro Voltmeter. Also 2 mal 3,5 Kilovolt. Hier die Spannung. Dieses 2 E Kin durch E. Mhm. Das ist 2 mal die Beschleunigungsspannung. Genau. Und das gibt halt 0,0807. Genau. Und wenn man das dann auf Theta umrechnet, Theta ist dann gleich Arcus Tangens von 0,0807, das gibt 4,61 Grad. Und wie viel haben wir gemessen zu Beginn? Etwa 5 Grad? Du hast 5 Grad geschätzt, ja. Mhm. Nicht schlecht. Und wie schnell sind sie jetzt? Willst du das selber schnell ausrechnen? Okay. Sie sind auf alle Fälle schnell. Also man kann sagen, bei einigen Kiloelektronenvolt würde man schon eigentlich auch anfangen, relativistisch zu rechnen. Gut. Also wir hören jetzt auf. Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.